So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und bald ist es soweit, bald beginnt das Go-Fest 2020. Da wird es sicherlich wieder viele tolle Shinies geben, eine erhöhte Shiny-Rate und so weiter. Was das neue Shiny sein wird, wissen wir immer noch nicht genau. Manche sagen, Kinoso wird als Shiny eingeführt, andere sagen Relaxo natürlich. Das ist ganz deutlich auf dem Teaser-Bild für das Go-Fest zu sehen. Was es jetzt genau wird, wissen wir nicht. Ich weiß nur, ich habe bisher schon mehrere Folgen gemacht. Alle Baby-Shinies plus Familien, alle Alola-Shinies plus Familien, dann die Specials, alle Gen-1-Shinies, alle Gen-2-Shinies, alle Gen-3, alle Gen-4-Shinies. Und heute wollen wir dieses Kapitel abschließen, denn heute zeigen wir alle Gen-5-Shinies plus Familien vollständig gesammelt auf der Hand im Living-Shiny-Dex. Und die noch nicht entwickelt sind, werde ich jetzt noch entwickeln. Eben hatte ich ja auch noch eine Raid-Einladung vom Laserlasse drin. In einer Stunde geht auch ein Fünfer auf, da werde ich dann wieder ein paar Leute einladen. Wir geben jetzt aber erstmal hier schillernd ein. So. Und gucken mal durch, 963 sind es also insgesamt. Wir müssen aber runter, wo Generation 5 anfängt. Ich glaube, Generation 5 hat bisher die wenigsten Shiny-Releases, also da ist relativ wenig dabei, was man zeigen kann. Generation 1 sieht es da anders aus, da ist fast alles schon shiny. Jetzt auch Neuknofenser hinzugekommen. Das fehlt natürlich in der 1, also in der Generation 1 Folge. Aber nachträglich kann man ja immer nach den Events immer so eine kleine Zusammenfassung machen zur Vollständigkeit. Jetzt sind wir bei der Generation 5 angelangt. Die Starter gibt es noch nicht, ne? Das wäre ein bisschen überstürzt. Aber wir haben zum Beispiel hier Nagelotz. Wir haben Nagelotz als Nagelotz. Wir haben die Weiterentwicklung als guck mal da. Ist schon entwickelt, warum auch immer. Dann haben wir hier Yorklef. Da haben wir gleich 4 Stück. Das heißt, wir werden das höchste Yorklef wieder entwickeln. Das zweithöchste entwickeln wir auch. Das höchste entwickeln wir immer komplett durch, weil ich bei Shinies eigentlich nicht auf die IV achte. Mir geht es dann eigentlich eher um, haben die ein gutes Level? Das sieht halt prächtig aus, wenn ihr ein Shiny Level 30 habt und das sieht gleich groß und mächtig aus. Ich meine, damit kämpft ihr eh nicht. Die Farben sollen im Vordergrund stehen. Er hat hier jetzt einen grauen Pelz bekommen. Okay. Terrybark wird nochmal weiterentwickelt zu Bissbark. Weiß ich gerade gar nicht. Wie sieht er normalerweise aus? Hat er nicht auch so, der hat einen schwarzen Pelz? Schwarz, der dann grau wird, ist auf jeden Fall wieder nicht so ein großer Unterschied. Hier hat er plötzlich so grün und orange Töne, also das sind kräftigere Farben als davor. Wir werden aber das zweite natürlich noch entwickeln, Yorklef auch zu Terrybark. Und dann, was bei den ganzen Go-Fest-Herausforderungen jetzt die 3 Wochen war, ist zum Beispiel Dusselgur. Dusselgur wurde auch eingeführt. Dusselgur hat auch wieder die Besonderheit mit männlich und weiblich, dass das männliche und das weibliche, dass sie anders aussehen, aber nicht bei Dusselgur, sondern erst bei Fasernoob, Fasernob, wie auch immer. Jetzt haben wir das auch voll. Dusselgur ist genau das Problem, was ich nämlich hatte. Ich hasse es nämlich jedes Mal, wenn ein Shiny Lucky wird. Wenn schon jemand eins abgibt oder man tauscht oder versucht sich zu connecten und dann wird das auch noch Lucky, dann sieht das immer richtig kacke aus, finde ich. Die würde ich am liebsten immer verschicken. Deswegen muss ich immer darauf achten, dass ich mindestens 4 normale habe, um die Familie voll zu haben. Jetzt bei dem Exemplar. Ihr seht ja auch einen Fasernob. Das ist ein männliches, das hat hier oben auch diese Zipfel am Kopf, sagen wir mal dazu. Jetzt müssen wir aber ganz genau aufpassen, wenn wir entwickeln. Wir nehmen natürlich wieder das höchste. Das wäre das, das ist ein weibliches. Die braucht man nicht entwickeln. Das ist auch ein weibliches, das ist auch ein weibliches. Und das kleine ist ein männliches, das ist natürlich Mist. Denn so geht der Plan, wie wir ihn sonst haben, nicht auf. Wir entwickeln aber erstmal das erste durch. Und dann seht ihr auch nochmal deutlich die Unterschiede. Wem das bisher noch nicht aufgefallen ist, es gibt ja manchmal so Konsorten. Bei Schneebedeck, männlich und weiblich, sieht man eigentlich auch einen Unterschied. Das eine hat 2 braune Ringe am Bauch, das andere hat nur 1. Das bedeckt das Pokémon also ganz anders. Oder bei Duflor, bei Giflor
sieht man in der Krone einfach ein anderes Muster bei männlich und weiblich. Das eine hat richtig dicke Flatschen auf dem Kopf, das andere hat leider kleine, lauter kleine verteilte Punkte. Wer da wirklich mal drauf achtet, wird da auf jeden Fall deutlich einen Unterschied sehen. Genau wie hier, das ist Fasernob und das andere ist auch Fasernob. Und ihr seht hier so ein grau-brauner Kackvogel, aber das männliche hat einfach noch eine perverse Maske auf. Weil wir das natürlich nicht als Lucky brauchen, das männliche, müssen wir das kleine für Ramses jetzt auch noch durchentwickeln. Das hat mir, glaube ich, der Hannes Schröder getauscht. Danke nochmal an der Stelle, Grüße gehen raus. Und danke an alle, die mich immer unterstützen, die scheinen die Sammlung aufrechtzuerhalten. Klar kann man sagen, ja, das ist ja gar keine Kunst, wenn er getauscht wird oder so, ne? Man muss sie selber alle fangen. Das ist jetzt grün, ich habe gar nicht drauf geachtet, ist das andere auch grün? Sonst bräuchte man ja sogar noch eins. Wenn das zweite nämlich auch eine unterschiedliche Farbgebung hat, dann braucht ihr ja 5 Stück. Weil wie gesagt, Düsselgur hat glaube ich keinen Unterschied. Aber wenn die beiden anderen unterschiedlich sind, dann brauche ich ja noch eins. Das geht ja überhaupt nicht. Jetzt haben wir das hier mit der komischen Maske. Leider nur 506, deswegen sage ich immer, das sieht halt mickrig aus. Sieht halt besser aus, wenn das so ankommt mit 2300. Aber hier habt ihr wenigstens den störenden Hintergrund nicht. Dann nochmal der Unterschied hier, also männlich und weiblich, ist deutlich zu sehen. Packen wir das hier noch an, entwickeln das nochmal zum zweiten, dann ist die Familie eigentlich voll, dann habt ihr noch einen Düsselgur übrig und ihr habt die zwei anderen jeweils. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie das eben aussah, aber ich glaube, das zweite dürfte kein Unterschied sein. Navitaub. Sah das eben auch so aus, das männliche, ja. Wir denken mal, dass das so aussah und hoffen, dass die Familie jetzt voll ist. Dann habt ihr natürlich hier Praktibalk dabei, auch entwickelt Streboli. Dann habt ihr Meistergrief dabei. Litomyth haben wir auch 2 Stück. Da werden wir natürlich auch wieder das Höchste entwickeln. Hier ist es jetzt egal, ob männlich oder weiblich. Da gibt es, glaube ich, gar keinen Unterschied. Das Gute ist, mir hat im Pokédex sogar noch ein männliches Castellit gefehlt. Das heißt, ich hole mir jetzt nicht nur den Shiny-Eintrag bei der Weiterentwicklung, sondern auch den männlichen Eintrag bei der Weiterentwicklung. Natürlich ist es das weibliche. Hole mir auch den weiblichen Eintrag bei der Weiterentwicklung, denn die habe ich bisher nur als Mann gehabt. Das sind jetzt auch die Shinies, die es hier anzeigt. Darauf achte ich nämlich auch immer, dass ich jedes als Mann und als Frau eingetragen habe. Alle Formen, alle Entwicklungen, dann alles als Lucky, alles als Shiny, dass das alles komplett ist. Ich glaube, ich werde auch irgendwann mal eine Folge über den Lucky Dex machen, um das mal zu zeigen, wenn eine, also Generation 1 und 2 ist gerade komplett, da fehlt nichts, da ist alles männlich, weiblich ist alles da und auch Lucky ist alles da, da ist kein Feld mehr frei, außer bei denen, die man nicht tauschen kann, wie Mew zum Beispiel. Castellit, Castelliff haben wir jetzt also auch hier drin, Litomyth, Makabaya, Echnatoll, die sind ja wirklich selten gewesen als Shinies da, die eine normale Rate von 1 zu 450 hatten, aber nur im Halloween-Event aufgetaucht sind, seitdem nie wieder, also man muss wahrscheinlich jetzt wieder warten, bis wieder Halloween ist, dass man die Chance darauf hat, nochmal so eins zu fangen. Pikachu hatte seinen Quest Day, das ist jetzt nicht so brutal. Habt ihr hier Pikachu, ihr habt Chillabelle. Dann haben wir hier Klick, Klick-Klack, Klick-Di-Klack, ne? Alles dabei. Kobalium, bei den legendären Shinies ist es natürlich anders. Da möchte ich immer ein normales Shiny und ein Lucky Shiny. Da ist es gewollt, da ich mir den Lucky-Eintrag von dem legendären mit einem Shiny immer holen möchte. Ihr habt hier 1643, das hat 173, das ist natürlich besser. Hat aber, glaube ich, trotzdem nicht die krassesten Werte, oder? 13, 13, 15, ja, ist okay. Kobalium also auch beides da. Terrakium hier beides da. Können wir auch mal gucken, wie viel das hat. Ah, das ist noch schlechter, gut. Das ignorieren wir mal, trotzdem das. Viridium auch, ein wettergeboostetes hier und ein normales. Da ist es andersrum, da ist das an zweiter Stelle. Hat auch eigentlich relativ gute Werte, aber das war's dann auch schon. Das war die ganze Generation 5, das ist ja dann hier Generation 8 oder irgendwas. Das brauchen wir also, können wir hier kurz mit zeigen. Haben wir natürlich auch ein Melmetal als Shiny und ein Lucky Melmetal, was sogar ein 98er ist. Das ist also eine sehr coole Sache hier.
15, 15, 14 steht ja auch dran. Ansonsten dieses legendäre Duo von den drei Socken hier. Dann das Zahnrad, sehr cool. Praktibalk, sehr cool. Makabaya, das sind also schon ein paar coole Sachen dabei. Aber im Vergleich zu den anderen Generationen eben relativ wenig, was bisher rausgekommen ist da. Aber Generation ist ja auch am frischesten, da ist es ja auch verständlich. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vor allem auch, was der nächste C-Day wird. Vielleicht ist ja sogar was aus Generation 5 dabei zwischendurch. Was könnten sie denn noch bringen? Ich habe keine Ahnung. Wir denken gar nicht drüber nach. Wir lassen uns einfach überraschen. Ihr könnt trotzdem spekulieren natürlich. Das waren auch alle Shinies aus Generation 5. Jetzt haben wir alle Folgen eigentlich komplett. Generation 1, 2, 3, 4, 5. Dann diese Sondersendungen, alle Baby-Shinies, die davor gemacht wurden, alle Alola-Shinies. Eine Zeit lang habe ich euch ja auch gefragt, was soll ich für Shinies entwickeln. Da hatten wir so themenbezogene Folgen, alle Feuer- und Pflanzen-Shinies, alle Wasser- und Eis-Shinies. Aber dann habe ich mich dazu entschlossen, einfach die kompletten Generationen zu zeigen mit einmal, dass das einfach weg ist. Und alles, was jetzt neu kommt, kann man dann immer in der Eventausbeute oder so mitentwickeln, mitzeigen. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Das GoFest steht in den Startlöchern. Da wird es morgen auch noch eine Recap-Folge geben vom GoFest letztes Jahr und von der Safari Dortmund das Jahr davor. Mit Bildern, Eindrücken, Videos, allem drum und dran. Freut euch darauf, wer noch nie bei einem GoFest oder bei einer Safari war, da mal zu sehen, wie das normalerweise aussah und wie das normalerweise abgelaufen ist. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Ich mache mich dann auf zum 5er Raid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Verstreuter, Zerstreuter Ramses.